Ja, hallo, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu JFD Trading TV. Mein Name ist Thomas May. Ich darf in dieser und in der kommenden Woche Bernd Senkowski vertreten, der ansonsten die Videos gemacht hat. Ich möchte mit Ihnen heute einen Blick auf den DAX werfen. Natürlich aus gegebenem Anlass. Ich hatte unter der Woche schon des Öfteren darauf hingewiesen, dass sich bärische Strukturen abgezeichnet haben, die in den vergangenen ja, ein, zwei Wochen bereits dafür gesorgt haben, dass der Markt zwischenzeitlich immer mal wieder sehr deftig unter Druck gekommen ist, sich aber insbesondere im Bereich um 9.750 bis 9.800 Punkten wieder hat stabilisieren können. Wenn wir uns den DAX im übergeordneten Bild, also hier im Tageschart der vergangenen 6 Monate ansehen, dann ist klar zu erkennen, dass es eine große Abwärtsbewegung gab von Dezember bis Anfang Mitte Februar, ausgehend von 11.430 bis in der Spitze knapp unter 8.700 Punkte. Seither befindet sich der DAX in einer steilen Erholung, die zum Ausbruch über die mittelfristige Abwärtstrendlinie geführt hat und zunächst bis zum ja, fast schon legendären Donnerstag des EZB-Entscheids bis zu einem Hoch bei knapp 10.000 Punkten. Im Anschluss brach der DAX bis 9.500 Punkte ein. Das ist quasi in den vergangenen Wochen auch der zweite Auflagepunkt für eine kurzfristige Aufwärtstrendlinie gewesen. Und entlang dieser ist der DAX dann in den vergangenen Tagen mehrfach bis an den Bereich um 10.093 bis 10.115 Punkten angestiegen. Bei 10.112 Punkten hat er das bisherige Verlaufshoch gemacht und konnte dieses vorgestern nicht mehr durchbrechen. Und das war schon das erste bärische Signal, denn der Markt hätte dann relativ flott anziehen müssen. Kursziele auf der Oberseite waren zum damaligen Zeitpunkt für den Fall, dass wir über 10.112 bis 10.120 Punkte ausbrechen, ja bereits bei 10.200 und 10.400 Punkten anzusiedeln. Diese Chance haben die Bullen vergeben und aktuell ist es so, dass der Markt diese vergebene Chance eben mit einem scharfen Abverkauf bestraft. Wenn man sich das Ganze mal im Stundenchart ansieht, also im etwas kurzfristigeren Zeitfenster, ist hier schön zu erkennen, wie es zwar immer wieder höhere Hochpunkte gab, aber eben direkt wieder gefolgt von starken Abverkäufen und zuletzt eben im gestrigen Handel zunächst das erste Abwärtsgap von 10.050 bis 10.000 Punkten, dann die Seitwärtsbewegung und heute ziehen wir nochmal richtig nach unten durch. Wir sind durch die Wochentiefs bei 9.810 Punkten zurückgefallen und aktuell auch schon unter die 9.765 Punkte Marke und ringen mit der kleineren Unterstützung bei 9.750. Sollte diese Marke jetzt durchbrochen werden, dann ist mit weiteren Verlusten zu rechnen, die in dem Bereich um 9.720 kurzfristig, aber übergeordnet bis in den Bereich um 9.630 Punkten nach unten reichen können. Eines ist ja auch noch zu sehen, wir haben noch das Gap offen vom 11.3., das von 9.600 bis 9.650 Punkten etwa reicht. Das wäre also aus Trading-Gesichtspunkten eines der wichtigeren neuen und nächsten Ziele, wenn der DAX unter 9.750 Punkte einbricht. Letzten Endes stellt sich dann natürlich auch die Frage, kommt es zu einem Ausverkauf bis 9.500 und vielleicht sogar schon darunter? Das heißt also, haben wir mit dem Hoch bei 10.112 Punkten das Ende der Erholungsbewegung seit Mitte Februar gesehen? Aktuell ist das noch nicht abzuschätzen, allerdings mehren sich die Anzeichen, dass es sich eben in diesem oder mit dieser Seitwärtsbewegung durchaus um eine Top-Bildungsformation hat handeln können und entsprechend ist ja aktuell
mindestens die Korrektur der großen Aufwärtsbewegung seit Anfang Februar angesagt und damit auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir unterhalb von 9.600 Punkten bis 9.500 und dann nochmals eine Etage tiefer bis 9.300 Punkte einbrechen. Die Bullen kämen erst dann wieder ins Spiel, wenn es dem DAX gelingt, zum einen die 9.750er-Marke zu verteidigen, zum anderen jetzt wirklich nur für den kurzfristigen, den Intraday-Verlauf, wenn es gelingt, 9.800 bis 9.815 Punkte zu überwinden, dann könnte es zu einer kurzen Erholung bis 9.850 und darüber bis 9.900 Punkte kommen, also quasi ein halber Schluss des großen Gaps von heute Morgen. Und dort ist aber dann schon wieder damit zu rechnen, dass die Bären zuschlagen und den Markt wieder an das aktuelle Tagestief und möglicherweise dann auch schon unter 9.750 Punkte drücken. Etwas deutlicher würde sich das Chartbild aufhellen bei Kursen oberhalb von 9.950 Punkten. Und ein echtes Kaufsignal wäre aktuell erst oberhalb von 9.975 bis 10.000 Punkten gegeben. Dann hätten wir quasi die komplette Verkaufswelle seit vorgestern, kurz vor US-Eröffnung, ist diese ja quasi losgetreten worden. Dann hätten wir quasi die gesamte Abwärtsbewegung korrigiert und dementsprechend die Chance entlang der Unterseite der hier grün gestrichelten Aufwärtstrendlinie in Richtung 10.112 und dann Richtung 10.200 zu steigen. Aus meiner Sicht ist das aktuell mehr als unwahrscheinlich, aber man darf natürlich nicht vergessen, der DAX hat uns nach dem EZB-Entscheid am Donnerstag, den 10.3., auch schon gezeigt, was eine Hake ist und auch diesen massiven Absturz innerhalb weniger Stunden wieder neutralisieren können. Ja, als Fazit ist zu sagen, wir sind jetzt in einer Abwärtsbewegung, die sich unterhalb von 9.750 Punkten nochmals in Richtung 9.720, 9.630 entwickeln kann. Erholungstendenzen erst oberhalb von 9.815 Punkten, sehr kurzfristig mit einem Aufwärtspotenzial bis 9.860 und 9.900. Ja, damit möchte ich mich fürs Erste von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen wie immer einen erfolgreichen Handelstag.